Wie ist denn derzeit für Sie das Ganze überhaupt auszuhalten, diese Lage, diese Ungewissheit? Ja, also mal danke für die Einladung. Ja, es ist natürlich so, dass es ein Wahnsinn ist. Ja, auch allein die heutige Verordnung schon verschieben von 12 auf 10 Uhr. Und jetzt sind irrsinnig viele Menschen schon unterwegs. Prinzipiell ist die Lage so, dass es relativ dramatisch ist, weil wenn du eine Veranstaltung absagst, zweimal, und die ist dann unwiederbringlich, weil wenn du sie jetzt auf nächstes Jahr verschiebst, auf ein drittes Mal, kommen die Leute nicht mehr. Ich habe das selbst erlebt. Wir wollten kleinere Veranstaltungen machen. Wir hätten dieses Jahr Ludwig Hirschjahr gehabt, hätten im November eine Veranstaltung gehabt. Welches Jahr? Ludwig Hirschjahr. Mhm. Es ist jetzt 10. Todestag und 75. Geburtstag. Wir hätten Ende November eine Veranstaltung gehabt. Es war gut reserviert. Wir mussten das leider absagen, obwohl man sich wirklich bemüht hat, das durchzuführen mit Sitze, Umstellen und Zehnertische und alles, was wirklich gegeben war. Nur die Veranstalterin hat mir gesagt, es ist jetzt schon die fünfte Änderung innerhalb von 2 Monaten. Wir machen es nicht. Und vor allem, es war dann so, dass die Leute selbst dann schon storniert haben, die Karten, weil sie gesagt haben, jetzt freut es sich selber nicht mehr. Also es ist überall eine Unzufriedenheit, weil die Veranstalter wollen nicht, die Gäste wollen nicht und es tut sich keiner mehr das an. Es ist auch heute für Silvester, hätte ich einige Auftritte gehabt, es ist alles gecancelt worden. Es werden jetzt auch die Partys vorverlegt. Es werden um 10 Uhr eine Horde Menschen auf der Straße sein. Es wird sich dann in die Parks verlagern. Mhm. Es wird sich auf öffentliche Plätze verlagern. Es ist heute ein super schönes Wetter. Alle werden wahrscheinlich am Donaukanal sitzen. Und dort möchte ich nicht Polizei sein heute, wenn dort dann kontrolliert wird. Möchte ich sowieso nicht, aber heute prinzipiell nicht. Wenn dann da kontrolliert wird, also das ist wirklich ein Horror. Und auch das Ganze, grundsätzlich seit 22 Monaten, was da abgeht in allen Branchen, auch Gastro ist ja betroffen und. Also das ist ja wirklich ein absoluter Wahnsinn, meiner Meinung nach. Mhm. Und es ist keine Linie drinnen. Und ich glaube, es ist wirklich mit jedem Menschen, den ich gesprochen habe, egal welche politische Gesinnung, die sagen schon, die Regierung ist einfach, ich nenne es jetzt einmal, ja, wertlos. Nennen wir es einmal so ganz dezent wertlos, oder die Verordnungen sind sinnlos. Es nimmt keiner mehr ernst. Also es ist eigentlich jetzt die einzige Hoffnung, die ich habe, ist vielleicht für die Kabarettisten, weil wenn sich einer die Mühe macht und diese 22 Monate zusammenschreibt, das Programm, der ist sicher die nächsten 5 Jahre ausverkauft. Vielleicht auch noch eine Frage eben zur Eventbranche, weil Sie gesagt haben, Sie sind ja schon lange tätig in dieser Branche, haben sicherlich auch schon große Namen hier betreut, eingeladen und Sie überlegen tatsächlich auch schon aufzuhören. Wieso? Ja, es ist so, weil es ist so immer so ein Hin und Her, Hin und Her treiben. Ich betreue zum Beispiel auch den israelischen Schauspieler, den Zachi Neu, der ist bekannt aus Eis am Stiel. Und ich habe jetzt zu ihm gesagt, du Zachi, es tut mir leid, wenn jetzt im Jänner jetzt sich nichts ergibt mit Fernsehen, mit was auch immer in Österreich, in Deutschland, dann werde ich wahrscheinlich die Firma zumachen, weil dann rentiert es sich nicht mehr. Wie lange sollen wir jetzt noch warten? Ja, es hat keinen Sinn. Es ist auch im Fernsehen so. Manche dürfen was machen, manche dürfen nichts machen. Manche dürfen mit Publikum, manche trauen sich nicht. Bei manchen ist die Produktionsfirma dahinter. Man weiß auch nichts. Ja, es ist auch so, wenn du ein Event heute buchst, dann gibt es, sagen wir jetzt, sagt man, melden sie sich im März. Ja. Mhm. Die Leute wissen aber nicht, ob das stattfindet. Also du bist dann auch selber dann zu spät dran. Du rufst dann an oder liest dann auf einmal, das Event findet doch statt, obwohl man dir im März gesagt hat, es findet nicht statt, weil man es dann kurzfristig veranstaltet hat. Wenn jetzt noch ein Lockdown kommt, glauben Sie, werden Sie dann eine Entscheidung treffen? Oder sind Sie doch hoffnungsvoll, dass sich es in diesem Jahr mit Omikron dann doch langsam legen könnte, wenn jetzt die nächste Welle vorbei ist? Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Mhm. Und es ist auch so, ich hoffe, dass es auch auf den Sommer hinzugeht, dass es da wieder besser wird, auch Outdoor wieder. Das Problem ist nur, welche Variante kommt dann noch? Ja, also Omikron heißt ja nicht, dass es die letzte war. Man hat gesagt, Delta ist die letzte Variante. Also irgendwann ist auch die Bringschuld einmal abgetan, dass man sagt, jetzt haben wir 70 oder 75 oder 80%, die geimpft sind. Jetzt muss es auch irgendwann gut sein. Wir müssen lernen, damit zu leben. Macht es alles auf, so wie es die Schweden gemacht haben, mit einer Herdenimmunität, was ich viel besser finde.